Herzlich willkommen zur Auslosung von der Göpp Ochsen Street Hockey Göpp Achtelsfinale. Wir sind heute in Belp am C-Junior-Turnier. Bei mir ist der Muki vom SHC Belpa und Alina vom SHC Bonstetten-Wetzwil. Hey, du bist vorhin gerade der Riesenhölk im Penaltyschiessen. Was hast du gemacht im Penaltyschiessen? Ein Hösi. Ein Hösi hast du gemacht. Und der hat gewonnen? Nein. Leider knapp nicht, hä? Bei euch ist es aber besser gelaufen bis jetzt. Ihr habt ein Spiel gehabt, gewonnen. Bist du zufrieden? Ja, eigentlich schon recht. Tipptopp. Hey, wir kommen zur Auslosung von der Göpp Achtelsfinale. 16 Teams sind logischerweise noch im Pott. Die Regeln sind eigentlich einfach. Die jungen Klassen haben nach wie vor Heimvorteil. Es hat noch ein paar Teams, die von den gleichen Vereinen sind. Dort das Spiel kann nicht stattfinden. Das heisst, wenn wir Baub gegen 2, gegen Baub 1 zum Beispiel würde ziehen, würde das nachher 1 runterrutschen. Ich würde sagen, Muki, dann fangen wir an. Du kannst das erste Team ziehen, kannst ein bisschen mischen und nachher ein Kügel rausnehmen. Wenn du es aufbringst, kannst du es gleich auftun, ja. Gut. Kannst du es lesen? Nein. Hey, du hast es machen für dich. Der HC Worplaufen Alligators, Erstliga. Dann kannst du, Alina, jetzt den Gegner von Worplaufen ziehen. Worplaufen trifft daheim auf SHC Bettlach aus der Nationalliga A. Muki, dann kannst du das nächste Team ziehen. Und du hast gerade ein gutes Löschen gezogen. Der SHC Belpa auf 072. Dann kannst du den Gegner von Belp 2 ziehen in diesem Fall. Baub 2 trifft daheim auf den SHC Martini aus der Nationalliga B. Der Muki zieht die Oberwil Rebels 2, das Team aus der Nationalliga B. Und sie treffen auswärts auf den SHC Bettlach 3, weil Bettlach 3 in der zweiten Liga spielt, haben sie hier Heimvorteil. Was weitermachen, Muki, mit dem nächsten. Die SHC Sierre Lions aus der Nationalliga A. Sie haben insofern ein Heimspiel, dass sie auch auf ein Nationalteam würden treffen. Sie müssen aber auswärts dran, Phoenix Hegendorf 2, auch noch ein Team, das aus der zweiten Liga noch dabei ist, unter den besten 16. Sie treffen dann von daheim auf die Sierre Lions. Ja, genau. Der SHC Grenchen Limpachtal 2 aus der Nationalliga B. Und sie treffen auf SHC Kenneried Zalgeried aus der Nationalliga A. Das spielt dementsprechend in Grenchen. Der SHC Diabla aus der Erstliga. Sie treffen daheim auf Torgeberg Hammers aus der Nationalliga B. Es geht noch um die letzten zwei Spiele. Der SHC Belpa, 11-07, das Team aus der Nationalliga A. Es ist die Frage, ob sie ein Heimspiel haben gegen einen anderen Nationalclub oder ob sie auswärts müssen. Sie treffen auf den SHC Grenchen Limpachtal aus der Nationalliga A. Also da haben wir ein Nationalliga A-Duell, ein packendes. Wird sehr spannend. Und es geht noch ums letzte Spiel. Der SHC La Jotfond aus der Nationalliga B.
Und jetzt ist es nicht mehr so schwer für dich, glaube ich. Sie treffen daheim auf die Oberwil Rebels aus der Nationalliga an. Gut, das war schon gewesen, die Auslosung von der Göpp 8 aus Final. Mucki, Alina, merci vielmals. Ihr habt das sehr gut gemacht und euch noch viel Erfolg im heutigen Turnier. Toi, toi, toi. Merci vielmals.